Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Das ist Sammy übrigens. Sammy ist gerade ganz interessiert und darf auch mal mit im Zimmer sein. Jammer's. Haben mein Freund und ich quasi eine kleine Challenge eröffnet. Als ich meine Schuhsammlung aussortiert habe, hat er sich gedacht, hey, das kann ich auch, und hat seinen Kleiderschrank ausgemistet und hat 3 gelbe Säcke ausgemistet. Das konnte ich nicht so stehen lassen und habe dann auch meinen Kleiderschrank ausgemistet. Das wirst du jetzt in diesem Video sehen. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und Achtung, es wird etwas länger. Ja, hier stehe ich jetzt vor meinen Kleiderschränken in meinem Schlafzimmer und wir fangen mit dem Kleiderschrank an. Das ist mein Kleiderschrank, wo ich so Winterklamotten drin habe und Öselkram, alles Mögliche. Wir fangen mal an mit diesem Bademantel. Ich habe tatsächlich 2 Bademäntel, einen warmen Bademantel und den. Und ganz ehrlich, der kann doch eigentlich nur weg, ne? Ich brauche keine 2. Ich gehe jetzt nicht in meine Sauna oder sonst irgendwas. Nee. So. Bei dem Poncho bin ich mir nicht so sicher. Ich mag den eigentlich unheimlich gerne, aber ich habe den noch nie getragen. Da muss ich mir echt noch irgendwie Gedanken drüber machen. Irgendwie sind da Bommeln ab und keine Ahnung. Das ist so eine Sweatjacke, ich weiß es nicht, so ein Pulli. Der ist aber irgendwie zu kurz. Also ich mag das von dem Muster her, ich mag die Kapuze, das ist vom Stoff her relativ weich. Aber ich glaube, ich habe den mit Größe zu klein gekauft, aber der kommt jetzt weg. Ja, ähnlich bei dem hier. Ich hatte das eigentlich genommen, um das im Garten zu nehmen, wenn ich Gartenarbeit mache, aber der ist einfach viel zu kurz. Das ist, weiß ich nicht, unpraktisch, ne? Die Kapuze ist wieder toll, aber nee, der kommt weg. Den Pulli habe ich nie getragen. Ich habe diesen Aufdruck so geil gefunden. I love reasons to love until you try. Ist ja total niedlich und auch die Knöpfe und so, ne? Aber ich habe den echt noch nicht getragen. Auch der ist irgendwie viel zu kurz. Ich weiß es auch nicht. Süß ist er, aber viel zu kurz. Da muss man sich auch mal von trennen. Das von C&A übrigens. Ja, wie nennt man die? Homesuits oder sowas? Trage ich jetzt nicht allzu oft. Das ist auch ein rosa Schweinchenkostüm fast schon. Geil fand ich, dass es einfach mit meinem Geburtsjahr drauf ist. Deswegen habe ich den eigentlich auch gekauft, aber ganz ehrlich, damit kannst du auch nicht rumlaufen. Ach, der ist so schön blüschig und der ist rosa und der ist irgendwie schon ziemlich hübsch, aber ich trage ihn nicht. Der ist irgendwie doch ein bisschen zu dick und im Hintergrund seht ihr ja auch dieses gepunktete etwas. Ich habe ja noch so einen anderen, der ist ein bisschen entspannter. Der kommt jetzt weg. Man muss sich von Dingen trennen, die man einfach nicht trägt und wo man sich eingestehen muss, okay, es war vielleicht ein kleiner Fehlkauf. Ja, bei der Jacke war ich verwundert, dass ich die überhaupt noch habe. Also ich dachte, ich hätte die schon längst mal weggetan. Die ist ziemlich alt und irgendwie auch total hart. Da sind unheimlich viele Fussel drauf und irgendwie sitzt die nicht mehr so richtig. Die ist einfach, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn Kleidung irgendwie mit der Zeit so hart wird? Und jetzt sehe ich auch gerade, dass da ein Fleck drauf ist. Von Wolf, das habe ich mal irgendwann aus so einem China online, keine Ahnung, Gedöns gekauft, aber nach ein paar Jahren, die Klamotten werden irgendwie ganz schön merkwürdig. Ja, dann habe ich da oben mal ausgemistet und dann nehme ich mir jetzt mal diese besondere Kiste vor. Da habe ich zum einen so ein Tuch, das hat meine Oma mir gebartigt. Ich habe es noch nie getragen. Aber jetzt, wo ich das so sehe, könnte ich das vielleicht mal benutzen.
eigentlich ganz süß, ne? Wenn es im Sommer mal irgendwie, wenn man draußen sitzt und es ein bisschen windig ist, irgendwie ist es ein ganz süßes Tier. Auch das behalte ich wohl. Ich finde es ganz süß. So, das ist meine Gürtelsammlung. Ja, ich schäme mich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, warum ich Gürtel da drin habe, die echt kaputt sind, ne? Die habe ich dann wahrscheinlich reingeschmissen und habe irgendwie gedacht, nö, komm, brauchst du vielleicht nochmal, aber jetzt kommt er weg. Der war mal bei einer Hose mit dabei. Den finde ich eigentlich ganz cool, weil der auch so ein bisschen lässiger ist, ne? So ein bisschen mit Nieten und so. Ist einfach mal irgendwie was anderes als diese klassisch schwarzen, die ich immer so trage. Deswegen, mal gucken. Vielleicht werde ich den noch wieder benutzen. Weiß jetzt nicht. Mal gucken. Erstmal bleibt er. Ja, den Gürtel hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Kennt ihr das? Ihr misst die Klamotten aus und findet Sachen wieder, die ihr gekauft habt und einfach mal in den Schrank getan habt. Ja, schön, jetzt ist er da. Genauso wie der Gürtel. Also da muss ich wirklich sagen, das ist ein niegelnagelneuer schwarzer Gürtel. Den habe ich, glaube ich, nie getragen. Und der, den ich umhabe, der ist schon ganz schön super. Also kommt der jetzt einfach mal weg. Ciao. Jetzt habe ich einen neuen. Tada. Ist doch schick, wa? Schön, wenn man Sachen im Schrank wiederfindet. Bei dem wird mir ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung, wann, wo und vor allem, warum ich mir den gekauft habe. Also so einen rot glänzenden Mittel benutze ich nicht. Ja, den finde ich eigentlich ganz schön. Ich weiß nicht. Muss mal gucken. Ja, war auch bei einer Hose mal mit dabei. Manchmal, wenn man bei C&A Hosen bestellt, sind die Gürtel auch mit dabei. Ich trage den eigentlich nie, deswegen bin ich auch eigentlich weg. Das hier ist ein ganz merkwürdiger Gürtel. Der war auch mal bei irgendeinem Oberteil oder bei einem Kleid oder so dabei. Den macht man sich so um eine Taille. Der soll dann eigentlich irgendwie so ein bisschen die Figur betonen, aber ganz ehrlich, irgendwie, zum einen habe ich keine Ahnung, wie man sowas richtig bindet, wie man sieht. Und zum anderen finde ich, dass der einfach voll aufträgt und voll dicke Hüften macht. Also, nee, so was muss nicht sein. Ciao. Ja, dieser Gürtel klebt auch schon zusammen. Das ist so ein sehr schmaler für, keine Ahnung, Stumpfhosen oder, keine Ahnung, schicke Sachen, aber ich brauche sowas nicht, deswegen weg damit. Das ist auch so ein Hüftgürtel. Auch die, nee, den habe ich mal separat bei Bonprix, glaube ich, gekauft, weil ich das eine Zeit lang auch echt cool fand, meine Taille zu betonen. Ich weiß es nicht, das ist schon 10 Jahre alt oder so. Naja, eigentlich ist der doch ganz schick. Vielleicht für so ein schickes Sommerkleidchen oder so, den kann man doch eigentlich behalten. Aber ich trage sowas nicht wirklich. Deswegen kommt er auch weg. Den finde ich total cool. Den habe ich auch schon wirklich, boah, keine Ahnung, wirklich 15 Jahre oder so. Den kannst du dir super bei einem weißen Sommerrock oder so umbinden und dann hast du so ein bisschen Hippie-Style. Den behalte ich. Den finde ich cool. Das ist auch wieder so ein Gürtel. Ich glaube, das ist auch wieder so ein glänzender gewesen und tschüss. Meine Bommels! Das gehört zu diesem Poncho, den ich euch eben gezeigt habe. Also, als ich den gekauft und gewaschen habe, sind die Bommel direkt beim ersten Waschgang abgegangen und dann habe ich die Bommel aufbewahrt, weil ich mir gedacht habe, hey, muss immer wieder dran nähen. Das habe ich bis heute nicht getan und ich glaube, ich habe das vor einem Jahr gekauft. Naja, die Gürtelsammlung ist jetzt aussortiert und jetzt widmen wir uns mal den Schubladen. In der ersten Schublade habe ich so Tops. Also so ohne Ärmeltops. Und das hier wird direkt aussortiert. Das ist so ein gestreiftes Top, was mal bei irgendeinem Pulli dabei war. Aber ich mag es nicht gerne, dass es hinten so eine, ne, X-Form hat quasi. Ich finde, das sitzt irgendwie nicht so gut. Und dann ist es unten dann irgendwie zu weit und oben zu eng. Und irgendwie, das passt alle nicht so ganz. Und ne, dann weg. Schön, wenn die Sammlung mehr wird auf dem Stuhl. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen ausgenudelt, mehr oder weniger. Deswegen kann es auch weg. Das ist einfach, wenn du schon diese Tops 100 Jahre hast, genau wie das, das war mal grün. Es ist jetzt nur noch so blassgrün, ne? Ja, bei dem bin ich mir nicht so sicher. Das habe ich noch nicht allzu lange, aber es ist einfach eigentlich viel zu cool.
kurz. Aber ich finde es eigentlich ganz toll. Ich weiß es nicht. Ich werde es erstmal behalten und dann mal gucken. So, der Stapel ist schon mal kleiner geworden. Der nächste Stapel. Wir haben immer, wenn wir Junggesellenabschiede machen, ein einheitliches Outfit. Und da haben wir uns T-Shirts bedrucken lassen oder selber aufgeprügelt für mehr. Aber auch das muss weg, sorry. Man trägt es doch nicht mehr. Das ist ein Top, was ich auch gekauft und nie getragen habe. Das Problem dabei ist, zum einen, dass es sehr fusselt und zum anderen, dass es so einen tiefen Ausschnitt hat, dass ich es jetzt nicht irgendwie auf der Arbeit tragen könnte, nur im Privaten. Und das tue ich. Deswegen kommt es auch weg. Ja, das habe ich schon so oft in der Hand gehabt und mir gedacht, das muss ich aussortieren. Das ist fünfmal eingelaufen, das ist irgendwie unter den Achseln schon verfärbt durch das ganze Deo und so. Und ne, also ganz ehrlich, das kommt nicht. Und der nächste Stapel. Das ist noch nicht so ganz ausgemütlich. Eigentlich kann ich das noch so ein bisschen tragen. Jetzt vielleicht nicht mehr so unbedingt als Top an sich, aber vielleicht so als Schlafshirt. Das mache ich. Habe ich nur das vom Stapel ausgemistet. Das sind so meine ganzen weißen Tops und da sind eigentlich alle noch gut, bis auf das. Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt gekauft habe. Das ist einfach so furchtbar durchsichtig und du kannst es eigentlich nur so als Unterhemd tragen und ich trage einfach keine Unterhemden mehr. Und deswegen, das kann eigentlich auch weg. Das brauche ich nicht. Ich habe genug andere Tops. Und was mache ich da eigentlich mit meiner Hand? Das sind so meine guten weißen Tops und das sind so meine Alltagstops gewesen. Ja, die Schublade ist durchsortiert. Kommen wir zur nächsten, da habe ich so meine T-Shirts drin. Und kennt ihr das bei H&M? Dann hast du da so ein Zweierpack Tops oder T-Shirts und das ist einfach eine unmögliche Farbe, das trage ich nicht. Das ist vom Stoff auch so ein bisschen, dass du echt damit schwitzt und alles. Bei denen ist es einfach so furchtbar durchsichtig, die sah man auch gerade. Das trage ich einfach nicht mehr. Das ist schon so alt, wenn ich die Sachen in Trockner packe, die werden auch immer dünner, ne? Das ist nicht mehr so. Das habe ich tatsächlich 2018 erst gekauft, aber irgendwie trage ich es nicht, weil mir das dann doch irgendwie zu bollerig und zu unique ist. Aber als Schlafshirt ist es noch geeignet. So, der Kreislauf ist in der das nicht mehr im Alltag trage, dann vielleicht als Schlafshirt. So, das sind jetzt so meine Arbeitstops, die ich normalerweise habe, oder Arbeits-T-Shirts. Das habe ich als Schlaf-T-Shirt verwendet und nach Schlaf-T-Shirt bin ich aussortiert. Das ist jetzt aussortiert. Das ist eigentlich ein ganz cooles, was man so zum Schlafen noch tragen könnte und das werde ich auch noch zum Schlafen tragen. Aber das ist halt schon ziemlich ausgewaschen und das war mal weiß außen drum zu. Das ist halt mit dem Print, ne? Fährt irgendwie ab. Ja, und das ist ein T-Shirt, was ich eigentlich ganz gerne trage. Das finde ich ganz cool. Ein bisschen hochgeschlossener. Und, Das war ein Arbeits-T-Shirt, aber ich mag bei Arbeits-T-Shirts nicht so gerne, wenn wir einen V-Ausschnitt haben. Deswegen finde ich es auch weg. So, der Stapel hat sich ein bisschen verkleinert. Hier habe ich so meine Long-Shirts, Langarm-Shirts und so. Und auch so ein bisschen Weihnachtssachen. Bei den weißen Shirts ist immer das Problem, dass die sich halt an den Achseln gelb verfärben. Und sobald die sich gelb verfärben, kommen die raus. Ich habe schon alles versucht. Mit Backpulver, mit Zitronensäure, mit allem Pipapo. Also da komme ich noch nicht so ganz klar. Also das ist immer auch bei diesen Shirts tatsächlich mein Kriterium. Sind da gelbe Flecken, kommen sie raus. Ist es noch weiß, bleibt drin. Und nie getragen. Ne? Ich finde es einfach zu unbequem. Mit dieser Schnürung irgendwie sitzt das nicht so ganz und die stört mich auch. Das kratzt irgendwie auch in der Schnürung. Ja? Keine Ahnung. Du, ich trag's nicht. Es kommt weg. Ich habe keine Ahnung, warum ich das damals gekauft habe. Ich glaube, da war eine Kette mit dabei und die fand ich ganz toll. Das kam auch aus so einem. Ich glaube, 77 Online-Shop habe ich das hier. Es kratzt. Es kratzt. Es ist so unangenehm. Nee, das musste weg.
Zeit lang unheimlich gerne diese Shirts getragen, die halt so oben diese Spitze hatten. Aber bei dem sieht es echt merkwürdig aus. Wenn ich diese Spitze so habe, sieht das irgendwie voll viel irgendwie aus, als hätte ich da den Ultra-Busch meines Lebens. Also das ist jetzt nicht irgendwie mit einem schönen Muster, dieses Gestreift ist echt furchtbar, deswegen kommt es weg. Und ich habe hier noch eins, was ähnlich ist und das trage ich auch so selten. Ne? Das ist aber halt eine schöne Spitze. Ich mag das unheimlich gerne. Was halt schwierig ist, sind halt diese Ausschnitte von dem Brust halt. Ne? Da musst du mal aufpassen mit dem BH, dass man den sieht, aber da habe ich wohl welche. Und das bleibt ganz gut. Das ist halt auch ein Pyjama-Oberteil. Aber ich habe tatsächlich genug Pyjama-Oberteil und würde das ja auch nicht als Pyjama-Oberteil tragen. Deswegen, es kommt einfach weg. Das gehört einfach zum Zielkauf. Das sind so meine Weihnachtsoberteile gewesen und eins davon habe ich gekauft, weil ich es einfach so cool vom Spruch her fand. Und dann ist es mir eingelaufen. Also dass es halt vorne kurz und hinten lang war, das war schon vorher schon so, aber das ist dann halt nochmal eingelaufen und das ist echt furchtbar, dass es so kurz ist von Only. Ich mag das eigentlich voll gerne, aber es ist sowohl halt unten eingelaufen als auch in den Arm und ich kann es nicht tragen und jetzt kommt es weg. Ja, hier habe ich so meine Schlafanzüge und Chill-Sachen, würde ich mal so sagen. Ist auch eine Sache, die ist keine Chill-Sache. Das ist ein Schlafanzug-Oberteil, was ich schon sehr rege getragen habe, aber was jetzt einfach total nicht mehr schön aussieht. Es fusselt und es kommt jetzt einfach mal weg und macht Platz für Neues oder halt für andere Sachen. Das hier ist meine Bauhose. Auch die ist dann mit der Zeit etwas eingelaufen. Die habe ich bei uns auf dem Bau extrem viel getragen, hat sehr gute Dienste geleistet, aber die ist schon sehr eingelaufen, muss ich sagen. Ich fand es praktisch bei dieser Latzhose, du konntest dich bewegen, wie du wolltest und man hat halt kein Maurerdekolleté gehabt, das war nicht gut. Man sieht jetzt leider nicht, was ich zeigen will, aber die ist so ein Stück eingelaufen und da habe ich so extrem Hochwasser mit, deswegen kommt die jetzt leider auch weg, aber sie war auf jeden Fall richtig cool. Das muss ich wirklich sagen, das war eine extra Damenarbeitshose. War gut. Ja, das gehört auch zum Team-Vierkauf, genau. Das ist so ein Onesie auch, also ja, sieht aber eher aus wie ein Schlafanzug, ne? Also eigentlich sollte das total schick sein, hat auch so großen Taschen, aber vom Unterteil her, das ist einfach vom Stoff her wie ein Schlafanzug und deswegen kann ich einfach auch wegreißen. Ich habe es nie getragen und ich werde es auch nicht tragen, weil der Stoff mir einfach überhaupt nicht gefällt. Warum man so einen Stoff macht, verstehe ich auch nicht. Ja, und ein Semihaar ist auch immer mit dabei. Da habe ich mich gewundert. Ich wusste gar nicht, dass ich diese Hose habe. Irgendwann gekauft, in den Schrank gelegt und jetzt war sie da. Mega lässig eigentlich. Was von? Die hingegen wird ausgeklebt. Denn die ist ultra kurz. Ultra, ultra, ultra kurz. Du kannst einfach alles sehen. Also das ist furchtbar. Ne? Nee. Hier habe ich meine Schlafanzughosen. Und ich finde, bei den Schlafanzügen, wo halt diese Hosen mit dabei sind, diese Hosen relativ furchtbar. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Das sind halt so ultra enge Hosen mit diesen Bündchen unten. Das sieht auch einfach furchtbar aus von der Farbe her. Also vom Muster. Noch so ein Kandidat, aber die ist einfach tierisch verwaschen auch schon. Ja gut, ich packe die Sachen ja auch halt im Trockner, ne? Einfach nie. Ja, meine Snoopy-Schlafanzughose. Auch die hat die besten Zeiten hinter sich, ne? Also, nein. So, der Stapel ist ein wenig kleiner geworden. Die Schublade geht schon mal besser zu. Seit wann ist da eine Tür? Super. Ich bin ein bisschen stolz auf mich und zeige euch mal eben was. Ich habe für meinen Schmuck so ein Ordnungssystem.
Finde ich ziemlich cool. Also ich habe das in einem, also in der Variante und in der Hängevariante auch noch. Guckt einfach mal unten in die Infobox. Da verlinke ich euch mal die Sachen. Ich habe es nämlich von Amazon und hier seht ihr dann auch zum Beispiel, ne, meine Ketten ist drin, ne? Auch das. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox. Ja, fangen wir mal an. Den Pulli habe ich echt oft getragen, aber jedes Mal, wenn ich ihn getragen habe, habe ich mich geärgert. In der Kamera sieht das sowieso so aus, als hätte ich einfach nichts an. Naja, bei dem ist es so, dass der ziemlich bollerig geworden ist mit der Zeit. Der tut einfach nichts für meine Figur, ne? Echt nicht. Also, ich kann auch nicht nachvollziehen an den Seiten, dieses lange und so und ciao. Den Pulli habe ich gekauft und nie angezogen. Ihr kennt ja meinen dunkelblau oder meinen blauen Pulli mit diesem Rollkragen. Der kratzt einfach. Also der jetzt, der graue. Ich dachte, es wäre der gleiche. Ich habe einfach nur eine andere Farbe ausgewählt und nee, der ist anders. Einfach anders. Voll schade. Bei dem habe ich mir gedacht, okay, ist ganz cool. Habe ich eine Zeit lang auch so getragen, ne? Dass ich darunter ein Shirt getragen habe, ein Longshirt, aber mittlerweile habe ich das auch schon so lange und es kommt jetzt einfach nicht weg. Der Pulli ist einfach verwaschen. Ganz einfach verwaschen. Der ist einfach schon alt und ja, nee, hat seine besten Zeiten hinter sich, ne? Ja, das habe ich immer mal wieder getragen. Eigentlich finde ich das cool. Soll eigentlich ein Kleid sein, aber ich bin ja viel zu groß für sowas. Vorne ist es leider durchsichtig, das heißt, du musst immer einen Top drunter tragen. Das ist unpraktisch. Für ein Kleid ist es für mich einfach viel zu kurz. Ich muss da immer irgendwie eine Hose drunter tragen oder eine Leggings oder so. Ich fühle mich damit nicht angezogen, deswegen kommt es einfach mal weg. Ja, auch das kommt aus der Kategorie, ne? Ich habe so Drüberziehviecher mir gekauft und ziehe dann drunter so ein dünnes Longshirt, aber ich trage sowas einfach nicht mehr, also kann ich das auch nicht. Ja, hier habe ich halt auch so meine Kleider drin. Das ist so ein Sommerkleidchen, das habe ich ganz gerne getragen, aber ich bin mittlerweile echt zu alt für sowas, ne? Relativ kurz kann man halt nur in der Freizeit tragen. Man muss auch mal ehrlich sein, ne? Ja, das Kleid. Das habe ich auch schon relativ lange. Ich glaube, das war 12 oder so. Ja, habe ich bestimmt so lange. Finde ich eigentlich ganz cool. Du kannst dein schwarzes Shirt einfach runterziehen und dann kann man es auch mal behalten. Ich hatte das auch in einer anderen Farbe. Aber ja, Fehlkauf des Jahres 2018, muss ich sagen. Das soll so ein Jumpsuit sein, ganz kurzer halt, ne? Hat auch so Taschen drin, ist eigentlich ganz niedlich. Habe ich im Sale gekauft, aber ganz ehrlich, das ist viel zu kurz. Du siehst echt die Po-Backen, wenn du das anhast. Ne? Das ist eieiei, viel zu kurz. Das ist nicht meine Welt. Deswegen kommt es weg. Das Kleid habe ich geliebt. Das habe ich echt geliebt. Aber irgendwie ist das mit einem viel zu tiefen Ausschnitt. Also der Ausschnitt geht fast bis. Ne? Also es geht sehr tief. Man kann echt alles damit sehen und das gefällt mir dann einfach. Nee, das kommt jetzt einfach mal weg. Auch wenn ich das Kleid an sich echt schön fand. Bei dem Kleid, was ich euch jetzt zeige, habe ich keine Ahnung, was mich da gefallen hat. Es tut nichts für mich. Es ist nicht meinem Alter entsprechend. Also so lange, bis es meinem Alter entspricht, möchte ich das nicht aufbewahren. Es ist zu lang, es ist irgendwie zu bieder. Nicht meins. Auch das Kleid, ich habe keine Ahnung. Ich hatte irgendwie eine Zeit lang so einen Trip, dass ich irgendwie so mittlere Kleider mir kaufen wollte. Nee, eigentlich ist es auch so ein Weihnachtskleid, hat auch so merkwürdige Knöpfe und so einen komischen Kragen. Und nein, einfach nein. Ja, ich präsentiere euch meinen Kartoffelsack. Hatte mal eine andere Farbe, das habe ich schon Ewigkeiten. Ne? Das kommt jetzt einfach mal weg. Das ist so ziemlich mein Lieblingsrock. Ich mag ihn, aber der ist so dermaßen ausgewaschen mittlerweile, weil ich den auch schon so lange habe. Der ist so toll, oh, sitzt so gut, aber der kommt jetzt einfach weg, weil der ist ausgewaschen. Den kann ich auch gar nicht mehr nachfärben oder sonst irgendwas. Der ist einfach Uppe. Weg damit. Ja, kommen wir jetzt zum Papierkäufen. Ne? Mal wieder. Das sind so Kleider, wo ich dachte, boah geil, ne? So komplett bodenlange Kleider, kannst du bestimmt mit Flipflops tragen oder so, aber ganz ehrlich, das ist aber auch nicht. Das
hat so Einleger vorne und da sieht das auch aus, als hättest du voll die krummen Brüste. Dann dieses Ding da oben ist vollkommen unpraktisch. Weiß ich nicht, diese Träger, wie auch immer, das tut weh. Das habe ich übrigens auch nochmal in schwarz. Und in dreifarbig. Natürlich habe ich mir Teekäufe in drei verschiedenen Farben gekauft. Wer macht das nicht? Das möchte ich euch einfach zeigen. Das liebe ich. Das ist so schön. Hat so einen schönen Ausschnitt. Du brauchst darunter einfach keinen BH tragen, weil den würdest du auch sehen. Das macht viel für meine Figur. Wirklich. Also das ist sehr, 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 sehr cool. Und ja, gefällt mir. Ich liebe dieses Kleid. Das Kleid habe ich eine ganze Zeit getragen und man sieht ja auch schon, wie ausgewaschen das ist. Hat auch irgendwie ein Loch gekriegt, ist auch super, ne? Ja, also das ist sehr figurbetont, hat meiner Figur sehr geschmeichelt, aber ich finde, irgendwann sollte man sich auch mal von solchen Sachen trennen. Ich habe das auch schon Ewigkeiten. Und jetzt kommt es einfach mal weg. Ich habe so viele schwarze Kleider, so kleine schwarze, wie nach dem Motto und nein, ciao. Das liebe ich übrigens auch, das ist dunkelblau. Schmeichelt enorm der Figur, also das macht eine bombastische Figur. Man muss sich ein bisschen reinfressen, aber es ist geil. Das sind meine Taschen, die werden nicht aus. Hier sind wir jetzt so bei Beinbekleidung und Rücken. Das ist auch wieder so ein biederer Rock, den habe ich seit 2008. Also, ne, zum Anfang meiner Ausbildung habe ich ihn damals gekauft und nein, einfach nicht. Nie getragen. Ich glaube zweimal oder so, aber der kommt jetzt einfach weg. Für die Freizeit zu lang und fürs Büro halt irgendwie auch zu bieder. Den finde ich eigentlich ganz cool. Den kann man so zum Partymachen anziehen und ein lockeres Top darüber oder so, ganz chillig, ne? Mag ich ganz gerne. Wohingegen der einfach gar nichts tut. Der rutscht und rutscht und den muss jetzt ständig zippeln und das ist einfach zu mädchenmäßig. Also ich weiß gar nicht, was ich mir da manchmal für Klamotten gekauft habe. Ja. Was sage ich dazu? Ich wusste erst gar nicht, ob ich euch das zeigen soll, aber ganz ehrlich, Shaping Wear braucht man nicht. Leggings ausmessen. Ich habe so viele Leggings. Oh. Und die sind teilweise so ausgewaschen. Ich habe keine Ahnung, warum ich die dann immer wieder in den Schrank räume. Die könnte ich auch einfach direkt mal ausmisten, wenn ich die aus der Waschmaschine oder aus dem Trockner nehme. Ne? Also furchtbar ausgewaschen. Und ja, damit kannst du dich nicht mehr blicken lassen. Ne? Gerade die Schwarzen, die waschen sich echt wieder ziemlich schnell aus. Die geht eigentlich noch, die kann ich wohl noch behalten. Nur, ne? Das ist so ein Schätzchen. Ja, es war doch mal in diese Lederleggings oder Lederimitathosen zu haben, aber jetzt nicht mehr. Man sollte nicht jeden Trend mitmachen, denn jeder Trend ist irgendwie cool. Und das hier ist so Armen-Style, ne? Auch das ist eher so für so eine Assi-Party, aber ganz ehrlich, ich brauche die Sachen nicht so lange im Schrank behalten, bis sie in der Assi-Party kommen. Deswegen wird es aussortiert, genauso wie dieses Ding. Hatte ich zu meinem 25. zur 90er-Jahre-Party an. Genau. Das wollte ich euch mal zeigen. Das finde ich ganz cool. Das ist so eine ziemlich chillige Latzhose, die ich jetzt gerade dieses Jahr im Sommer auch ganz gerne in der Freizeit getragen habe. Das ist einfach ein chilliges T-Shirt oder Top drunter und ist einfach schon gut angezogen. Mochte ich leiden. Hier habe ich jetzt so meine Strumpfhosen drin, so Perlon-Strumpfhosen und so. Die werde ich jetzt nicht aussortieren, das mache ich, wenn ich verputze. Das sind meine Stulpen. Stulpen waren, glaube ich, 2005 mal in. Und von dem Zeitpunkt kommen die tatsächlich auch. Also, die sind echt schon 14 Jahre alt, die können jetzt sowas von weg. Übrigens, Entschuldigung, wenn ihr mir teilweise ein bisschen Bauch habt. Naja. Ja, ne, die Stulpen durften jetzt einfach mal weg. Die restlichen Sachen lasse ich. Wenn sie kaputt sind, werden sie direkt weg. Aussortieren. Schrank Nummer 2 erfolgreich ausgemistet. Dann haben wir Schrank zu Nummer 3. Ja. Da habe ich so Sommersachen drin, also Sommeroberteile, Hosen, Blazer.
Kennt ihr diese Klebe-BHs? Habe ich noch nie getragen. Wollte ich mal ausprobieren. Ganz interessant, ne? Habe ich auch irgendwie mal bei Amazon oder so bestellt. Ausprobieren kann man die. Mal gucken. Ja, das kann ich noch aus meiner Zeit, wo ich halt sehr schick immer auf der Arbeit war. Das ist so ein Blazer. Aber der ist halt auch echt schon älter, ne? Ich weiß nicht, von wann ich den habe. Aber der kommt weg. Der ist schon ziemlich ausgemügelt. War mal so Nadelstreifen-Style. Naja, ich schmeiße meine Blazer ja auch immer in der Waschmaschine, ne? Das ist so ein ziemlich schicker Blazer, aber ich mag sowas nicht. Also mit so einem Kragen wüsste ich nicht, wann ich das tragen sollte. Den habe ich sehr viel getragen. Das sieht man auch, ne? Der ist vorne ziemlich ausgemügelt. Im Ort, das ist den habe ich echt geliebt. Weil der halt auch so extrem gut zu allen möglichen kombinierbar war, gerade so im Sommer. Aber der kommt jetzt weg, weil der einfach sehr oft schon in der Waschmaschine war. Das ist, ja, ausgedient. Ne? Ist sehr bollerig. Ja, kann jetzt einfach weg. Und durchsichtig. Ah, das habe ich auch schon so Ewigkeiten. Meine Herren. Schon 10-mal eingelaufen und 100-mal gewaschen. Das kann jetzt auch einfach mal weg, weil irgendwann müssen alte Klamotten auch mal aussortiert werden. Das ist so eins meiner Lieblingsteile. Das ist mittlerweile so ausgewaschen und so gebollert und keine Ahnung, aber ich liebe es und ich behalte das, weil ich es liebe. So. Dafür kann das weg. Finden. Weil es sich auch schon in Wohlgefallen auflöst, obwohl ich es ehrlich gesagt noch nie getragen habe. Da musste ich ein bisschen drüber nachdenken, denn ich habe dieses T-Shirt tatsächlich noch nie getragen, aber ich werde es auch nicht tragen, weil ich diese Spitze auch irgendwie nicht so geil finde. Ich mag eigentlich keine V-Ausschnitte, ich mag das nicht, wenn vorne diese Spitze ist, ne? Ja, und das war auch ein Deko. Ich finde es eigentlich ganz schön, also auf dem Bügel sieht es unheimlich schön aus. Ich mag diese Tunika, aber die macht nichts für mich, die macht mich einfach nur blass. Ich finde die so schön, aber ganz ehrlich, da soll jemand anders mit. Deswegen bitte jetzt aussortieren. Diese Bluse habe ich echt damals gerne getragen. Aber auch die hat die besten Zeiten hinter sich. Ne? Ich fand das cool, dass es an der Seite so schön ist. Ich mochte das vom Design her, aber die ist mittlerweile schon so ausgewaschen. Die kommt jetzt einfach weg. Die habe ich auch schon so lange. Und natürlich habe ich die gleiche Bluse auch nochmal in dunkelblau. Aber auch die hat die besten Zeiten hinter sich. Das ist auch einfach nicht mehr mein Stil. Ich trage sowas gar nicht. Ja, und die hier ist einfach diese Jacke, ne? Die ist auch einfach irgendwie viel zu kurz. Die Ärmel sind zu kurz. Die Jacke ist einfach viel zu kurz. Ich mag die Farbe nicht. Deswegen kommt die weg. Ja, was soll ich dazu sagen? Extrem verwaschen, ne? Die kommt weg. Das Schätzchen möchte ich euch zeigen, weil ich es liebe. Das ist eine total lässige, tolle Jacke und ach, relativ dünn, also für den Sommer auch ganz gut geeignet, wenn du draußen am Grillen sitzt oder so. Und jetzt komme ich mal zu meinen Schals und Tüchern, die ich so habe. Ich habe da schon mal ausgemistet, aber es sind immer noch so viele. Und jetzt mustere ich einfach mal alles aus, was ich jetzt in den letzten, sagen wir mal, 2 Jahren nicht getragen habe. Das ist so viel. Ich habe im Prinzip immer nur einen bestimmten Schal, den ich trage, und das war's. Schon ziemlich verwaschen, aber irgendwie finde ich den ganz cool. Deswegen behalte ich den erstmal noch. Übrigens, alles, was wir hier an Möbeln und Einsätzen liest, also auch dieses Schalding und Schränke und so, das ist alles Ikea, ne? Ist ja klar. Was sonst? Habe ich doch gar nicht. Ich habe doch nicht. Das hier ist ein Kirschkernkissen. Aber ich bin kein Fan von Kirschkernkissen. Die werden bei mir einfach, oder für mich nicht warm genug, deswegen, das kann einfach weg bei mir, weil ich trage es nicht, oder ich benutze es nicht. Ich habe Wärmflaschen und das reicht. Braucht ja nicht ein Kirschkernkissen. Das wird einfach nicht warm genug. Kriegt ja
halt einfach nicht hin. Weder im Backofen noch in der Mikrowelle. Die Schublade mache ich nicht auf. Da ist meine Unterwäsche drin. Das kommt hin. Das ist meine Hosenschublade oder mein Hosenständer. Diese weiße Hose habe ich 2008 zum Anfang meiner Ausbildung gekauft, weil ich sie cool fand. Die hatte Schlag, die saß irgendwie ganz cool, aber ganz ehrlich, weiße Hosen, ich bin meine Freundin und die stapelt mir. Ich mache die so schnell dreckig, ich bin da einfach viel zu ungeschickt für dich. Ja, und das hier ist eine Arbeitshose von mir, aber die ist mittlerweile schon gut durchgerockt, ey. Ich habe ja immer, dass ich dann halt Unkrautzupfe und alles Mögliche, ne, und dann eine Stunde. Das ist so eine Dragons. War ja auch mal eine Zeit lang, ne? Die ist aber auch schon ziemlich. Ja, die hat keine Farbe mehr. Das war mal dunkelblau. Das ist nicht mehr. Ja, auch das kommt aus der Zeit, ne, wo man diese Hosen halt getragen hat. Das ist mir aber alles irgendwie nie. Also, die kommt jetzt weg. Die habe ich auch 2-3 Mal getragen und das war's. Und das hat dann auch gereicht, weil du kannst dich ja kaum bücken mit solchen Dingen. Ne? Auch das eine Dragons. Mag ich nicht mehr so gerne. Finde ich unbequem. Die kommt jetzt einfach weg. Die Hose ist einfach durchsichtig. Ne? Ich kann sie auch nicht mehr als Arbeitshose nehmen, weil die ist durchsichtig. Da ist kein Jeansstoff mehr am Popo zu sehen. Ne? Deswegen kommt die weg. Das ist meine Arbeitshose. Genau. Die trage ich in meinem Garten, wenn ich da bin. Und die habe ich von meinem Freund zum Geburtstag gekriegt. Und die finde ich total super. Die liebe ich. Und ist bequem. Ja. Das ist so ein Rock, den ich auch zum Anfang meiner Ausbildung gekauft habe. Nee, zum Anfang meines Arbeitslebens. 2012 habe ich den gekauft. Ja, ist ganz schick, aber ich trage sowas einfach nicht mehr. Weil, nee, ich muss nicht schicke Klamotten haben, um kompetent zu leben. Die Hose habe ich damals auch gekauft. 2012 war das. Auch so eine Schlaghose, aber die ist jetzt auch schon ziemlich unten durchgerockt. Trage ich nicht mehr. Habe ich zu hohen Schuhen getragen. Aber die kommt jetzt einfach mal weg. Weil sie auch schon einfach echt alt ist. Sitzt wohl ganz gut, aber naja. Auch den Schrank haben wir gut aussortiert. Die ganzen 3 Schränke ausgemistet. Und jetzt widme ich mich mal dem Haufen und packe ihn ein. Gedacht, dass ich tatsächlich 4 gelbe Säcke voll kriege. Wahnsinn. Also ja, die werden wir dann auf jeden Fall zu dem Kleiderladen bringen, der hier um die Ecke ist, bei uns in der Nähe. Das ist ja so ein Altkleiderladen, mehr oder weniger so ein Secondhand-Laden, und die werden auf jeden Fall ihre Freude damit haben, denn das, was wir ausgemistet haben, waren ja natürlich teilweise auch wirklich Sachen, die Uppe waren, also
wo man halt entscheiden muss, möchte man die jetzt weiterverwenden oder nicht. Manche Sachen werden dann ja auch quasi eingeschreddert oder wie auch immer die das machen. Und ja, den anderen Teil, der halt noch gut ist, können die auf jeden Fall weiterverwenden. Die werden sich hoffentlich freuen. Leute, ne? Ich hoffe, ich habe euch animiert. Wäre cool, weil ich finde, gerade so zum Jahresanfang kann man es doch auch mal machen, seinen Kleiderschrank auch so misten. Und bei mir war doch viel auszumisten. Sammy guckt hier immer noch so rum und schnuppert und war noch gar nicht, glaube ich, in diesem Raum. Warst du schon in diesem Raum, Sammy? Er kriegt gleich sein Abendbrot, deswegen ist er gerade etwas anhänglich. Ja, was soll ich sagen? Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal. Oh, Sammy! Mauri, du kriegst ja gleich was. Du kriegst ja gleich was. Warte. Ich verlinke dir hier oben mal mein Video zu Schuhsammlung ausmisten. Dann hier unten meinen neuesten Upload. Und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!